Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Top 10 und zwar dieses Mal zu den 10 besten Rang 7 XC-Monstern und ich muss sagen, das war eigentlich keine schwere Topliste. Also zumindest die Kartenauswahl fiel mir ziemlich einfach, weil es gibt halt nicht viele Karten, die in Frage kommen und die Karten, die in Frage kommen, sind safe in der Topliste drin. Aber die Karten untereinander zu ranken, war dann doch eine recht schwierige Aufgabe, weil die meisten guten Rang 7 XC-Monster relativ gleich stark sind. Aber ich denke mal, ich habe es ganz gut gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Topliste präsentieren. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann können wir da gerne drüber diskutieren. Und am Ende des Videos werde ich wie immer die nächste Topliste ankündigen, sodass ihr euch da auch wieder beteiligen könnt. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an mit Platz 10. Und der 10. Platz geht an die Karte Orea, Oberster Sylvanischer Schlichter. Und diese Karte ist eigentlich eine Supportkarte für Pflanzen und für Sylvanisch. Und das ist halt durchaus nicht so spielstark, muss ich sagen. Man muss aber dazu sagen, dass die ganzen anderen restlichen Rang 7 XC-Monster, die es nicht auf die Topliste geschafft haben, eigentlich nirgends gespielt werden in ihren Themendecks. Und deswegen ist Orea noch auf der Topliste drauf. Und es gibt ja auch aktuell eine recht gute Pflanzen-Engine, die durchaus in einigen Decks gespielt wird. Und eventuell kann man Orea somit relativ generisch spielen, solange man irgendwie auf ihn kommt. Ich meine, zwei Monster der Stufe 7 muss man erstmal rausbekommen in den meisten Decks, weil das ist nicht so weit verbreitet, diese Stufe. Aber man kann damit theoretisch Karten des Gegners bouncen und das ist eine gute Sache. Es gibt halt aktuell die Rakwood-Skorpion Brilliant Fusion Engine, die insgesamt 7 Pflanzen umfasst und das ist schon nicht wenig. Also da kann man schon ein bis zwei Pflanzen aufdecken mit dem Schlichter und das ist dann durchaus nicht übel. Aber wie gesagt, es gibt noch viel bessere Rang 7 XC-Monster und deswegen nur Platz 10. Aber auf die Topliste hat es die Karte safe geschafft, weil die ganzen anderen Karten werden einfach in ihren Themendecks so gut wie nie gespielt und deswegen macht es keinen Sinn, die hier zu erwähnen. Doch es geht direkt weiter mit einer recht nischigen Karte und zwar mit der Karte Nixenrüstung Abyss-Gaios, die quasi nur in Nixenrüstung gespielt werden kann, denn du brauchst für ihre Beschwörung zwei Wassermonster der Stufe 7, aber sie ist halt gar nicht mal so übel, weil sie kann die Effekte von allen offenen Monstern, die der Gegner kontrolliert, einfach so negieren, wenn sie weniger ATK haben als diese Karte hier und diese Karte hier hat 2800, was schon gar nicht mal so wenig ist. Die Sache ist die Karte wird zwar nicht immer gebaut in Nixenrüstung, aber es ist zumindest eine gute Supportkarte, die man spielen kann, wenn man halt den OTK nicht hinbekommen hat beispielsweise. Also gut genug für die Topliste ist die Karte allemal, aber mehr als Platz 9 ist nicht drin, weil es gibt einfach Wichtigeres. Und wenn die Karte jetzt in der nächsten Rüstung nicht mehr drin wäre, also wenn sie verboten werden würde, würde das dem Deckthema auch nicht so sehr schaden. Deswegen, naja, ist da leider nicht mehr drin, aber besser und relevanter als der gute Sylvanische Schlichter ist die Karte schon in meinen Augen und deswegen Platz 9. Ich denke mal, man kann das nachvollziehen. Doch jetzt wird es endlich mal etwas generischer und zwar mit der Karte Gaia Drache der Donnerangreifer und diese Karte kannst du drauflegen auf jedes beliebige Rang 5 oder 6 XC-Monster und die Karte macht einfach Piercing Damage. Die Sache ist die Karte ist unfassbar generisch und man kann somit dafür sorgen, dass XC-Monster, die ihr Material bereits verbraucht hatten, nicht mehr ganz tot sind. Weil normalerweise ist ein XC-Monster, was kein Material mehr hat, einfach nur noch ein Beatstick und das ist halt scheiße. Aber mit Gaia Drache kann man aus dem Monster immerhin nochmal ein Beatdown-Monster machen, was halt Piercing-Damage verteilt, was für den Kill manchmal ausreichen kann. Also eine schöne Option ist die Karte auf jeden Fall. Sie tut auch nicht weh, solange man den Platz hat. Und ich denke mal, die Karte hat sich den Platz über dem Abyss-Gaios auf jeden Fall verdient, auch wenn es relativ knapp war. Beide Karten werden gern mal gespielt, aber ich denke mal, Gaia Drache ist wegen der Generischkeit etwas relevanter, aber nicht viel relevanter. Beide Karten sind jetzt nicht wirklich in der Top-Meta gerne gesehen. Doch jetzt geht es weiter mit einer weiteren themeninternen Karte und zwar mit der Karte Dunkler Illusionsmagier. Die Karte ist zwar theoretisch generisch, aber man spielt sie nur in Dark Magician logischerweise und da kann sie quasi den Dark Magician aus dem Deck specialen, was auf jeden Fall eine gute Sache ist, weil dann kann man Karten des Gegners banishen, wenn der Dark Magician angegriffen hat und das ist halt auf jeden Fall ein ganz guter Effekt. Removals sind immer ganz nett und banishen ist halt, naja, ein Hard Removal, definitiv. Auch wenn es als Ziel wählt, ist das nicht übel und ich finde die Karte hier wichtiger für Dark Magician, als den Abyss-Gaios für Nixenrüstung. Und deswegen habe ich mir gedacht, macht der 7. Platz auf jeden Fall Sinn für die Karte, aber mehr ist auf gar keinen Fall drin. Es gibt einfach noch wesentlich bessere Rang 7 XC-Monster, die auch noch generisch sind und da kann der Illusionsmagier nicht mithalten, aber ich denke mal besser als zum Beispiel der Gaia-Drache ist die Karte schon, auch wenn es ein knappes Rennen ist. Doch jetzt kommen wir zu einer Karte, die recht umstritten ist auf der Topliste und zwar zu der Karte Nummer 89 Computerbestie Diablosis, weil diese Karte ist bisher nur eine Preiskarte, die etwa 500 € kostet und die gibt es halt bisher noch nicht wirklich. Und dementsprechend macht es eigentlich keinen Sinn, die heute zu erwähnen, weil ich ja normalerweise nur TCG-Karten erwähne. Aber Leute, die Karte ist quasi ja schon raus und ich habe mich entschieden, die Karte mit aufzunehmen, weil sonst hätte ich mir irgendein Rang 7 XC-Monster aus den Fingern saugen müssen, das einfach überhaupt gar keinen Sinn gehabt hätte.
weil die ganzen restlichen Rang 7 XC-Monster sind zwar teilweise ganz nett, aber gespielt werden die überhaupt nicht. Und deswegen, naja, macht es keinen Sinn, irgendeine Karte noch unter den Sylvanischen Schlichter zu platzieren und die Karte damit reinzunehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir ranken heute einfach mal die Preiskarte mit und schauen mal, wie sie abschneidet. Und Platz 6 ist auf jeden Fall ganz solide, muss ich sagen, denn die Karte ist generisch und gar nicht mal so übel. Du kannst mit der Karte hier zum Preis eines Materials eine Exe der Karte des Gegners verdeckt verbannen und das Exe-Deck des Gegners anschauen, was auf jeden Fall sehr cool ist, weil wenn der Gegner beispielsweise irgendwelche Bossmonster von ihm nur einmal spielt, kann man ihm damit quasi irgendwelche Plays versauen. Und du kannst damit dem Gegner so viele Karten verbannen, wie er bereits verbannte Karten hat, die verdeckt verbannt sind. Und somit kann man quasi den Gegner punishen, wenn er Desires aktiviert. Weil wenn der Gegner 10 Karten durch Desires verbannt und dann nochmal 10 Karten verbannen muss wegen dieser Karte hier, dann tut das ihm auf jeden Fall weh und das kann zu einem Insta-Win werden, wenn der Gegner zu viele Key-Karten von sich verbannt. Also die Karte kann auf jeden Fall einiges, ich finde sie relevanter als die Dark Magician-Karte und auch als Gaia-Drache und deswegen Platz 6, aber jetzt kommen noch 5 Karten, die wesentlich generischer sind oder einfach wesentlich relevanter und deswegen ist hier einfach nicht mehr drin als Platz 6. Der nächste Platz hat mich etwas schockiert, muss ich sagen, und zwar der Red-Eyes Flare Metal Dragon auf Platz 5 und das ist recht wenig eigentlich, denn vor einer Weile hätte ich die Karte noch locker auf das Podest gepackt, aber mittlerweile ist die Karte gar nicht mehr so krass. Ich meine, sie macht zwar Burn-Schaden, jedes Mal, wenn der Gegner irgendwas machen möchte, und sie ist sehr gut geschützt eigentlich, aber mehr halt auch nicht. Und die Karte blockiert die extra Monsterkartenzone und die Karte enabled keine weiteren Plays, und das ist halt das große Problem. Die meisten anderen Karten, die ich gleich noch zeigen werde heute, enablen irgendwelche coolen Kombos oder so. Aber der Red-Eyes Flare Metal Dragon macht eigentlich nicht wirklich was, außer da zu liegen und den Sack zuzumachen. Und das ist halt nicht immer relevant. Und der Red-Eyes-Effekt für das Themendeck ist auch nicht wirklich gut. Und deswegen würde ich sagen, ist Platz 5 drin, aber mehr leider nicht. Weil die Karte ist zwar besser als die Preiskarte beispielsweise und auch besser als der Dark Magician Support, aber naja, jetzt kommen noch so Karten wie Big Eye und so und da kann die Karte hier einfach überhaupt nicht mithalten. Denn das gute alte Big Eye klaut Monster. Und mehr muss die Karte gar nicht machen, um gut zu sein, denn man kann damit theoretisch gegnerische Linkpfeile für sich selbst nutzen und das ist wirklich gut und hat eine Menge Potenzial, mehr Potenzial in meinen Augen, als der Red-Eyes Flare Metal Dragon und deswegen Platz 4. Big Eye ist auf jeden Fall bis heute eine sehr, sehr gute Rang 7 XC-Monster-Karte, komplett generisch und wenn man die Karte bauen kann, ist sie eigentlich immer im Extra-Deck und deswegen würde ich sagen, hat sie sich den Platz verdient. Der Red-Eyes Flare Metal Dragon wird zwar bis heute auch gerne gespielt, aber ist halt nicht ganz so relevant und Big Eye ist im Link-Format einfach in meinen Augen die stärkere Karte. Und da kommen wir auch schon zu der Top 3 und zwar zunächst mal zu der Karte Mecha Phantom Beast Draco Sack und die Karte generiert Tokens, was halt im Link-Format durchaus ein sehr guter Effekt ist. Die Karte hat zwar gerade da eine große Konkurrenz, aber sie kann Karten schießen und deswegen ist der Draco Sack nach wie vor eine relevante Karte, denn wenn sie das nicht könnte, wäre der Platz 2 auf jeden Fall so gut, dass man Draco Sack heutzutage kaum noch spielen würde. Aber wie gesagt, dieser Schutzeffekt macht die Karte dann halt doch gut und ich finde die Karte aktuell etwas krasser als Big Eye, weil die Karte halt unabhängig vom Gegner etwas reißen kann. Big Eye setzt nämlich voraus, dass der Gegner irgendwas hat, was ihr klauen wollt. Und das ist halt nicht immer der Fall, dass man irgendwas hat, was man wirklich klauen möchte. Aber Draco Sack kann immer was schießen und das ist eigentlich in jeder Situation gut. Und selbst wenn der Gegner nichts hat, was man schießen möchte, kann man aus den Tokens immer noch irgendwelche Link-Monster bauen und das kann dann halt auch gut sein. Und der Draco Sack blockiert auch keine Zone mehr, weil du kannst die Karte einfach jederzeit weglinken und dann ist sie weg. Und ich finde die Karte durchaus eine sehr gute Rang 7 XC-Monster-Karte, sie ist komplett generisch, sie ist auch schon seit Jahren eine gute Karte, aber das Link-Format hat die Karte in meinen Augen etwas stärker gemacht als Big Eye, aber nicht viel stärker. Doch jetzt kommen wir zu einer echten Überraschung und zwar zu der Karte Nummer 42 Galaxy Tomahawk, eine saugute Monsterkarte, weil die Karte kann so viele Tokens holen, wie sie möchte. Einfach mal so 5 Stück. Und das ist halt komplett OP. Die Sache ist die Karte war lange Zeit lang kompletter Abfall, denn vor Link konnte die Karte gar nichts reißen, aber mittlerweile ist sie halt unfassbar OP. Wenn man sie rausbekommt, ist sie quasi Insta-Win, denn dann kann man so viele Plays enablen, das ist einfach nur lächerlich. Und deswegen ist die Karte auf jeden Fall in meinen Augen stärker im Link-Format als Draco Sack. Aber Draco Sack ist halt nach wie vor durch den Crush-Effekt relativ relevant. Also die Karte wird nach wie vor gespielt, neben dem Tomahawk. Und deswegen würde ich sagen, sind beide Karten durchaus noch gut und stark genug für die Top 3. Aber Big Eye ist denen auf jeden Fall hart auf den Fersen, also das sind drei sehr, sehr gute Karten. Aber eine Karte gibt es noch, die etwas besser ist bei den Rang 7 XC-Monstern, aber das liegt eher am Thema, würde ich sagen. Aber dazu gleich mehr. Aber zuvor wollte ich nochmal kurz hervorheben, wie lustig es ist, dass so eine Scheißkarte hier durch das Link-Format so heftig geworden ist. Ich meine, die Karte war wirklich kompletter Abfall. Die wäre niemals auf der Top-Liste auch nur aufgetaucht, aber jetzt mit dem Link-Format
kann man damit so hart eskalieren, dass die Karte auf Platz 2 landet. Das ist immer so lustig, wenn neue Mechaniken kommen, kann es passieren, dass eine Karte komplett eskaliert. Und das hier ist das beste Beispiel vom Link-Format fast schon, weil die Karte war wirklich für die längste Zeit kompletter Müll. Doch leider ist der erste Platz relativ lame, und zwar geht er an die Karte Buntäugiger Absolutdrache. Ich denke mal, die meisten haben das schon kommen sehen, weil die Karte wird gespielt in den Pendelmagiern, dem aktuell besten Deckthema. Und dementsprechend, naja, muss ich die Karte hier auf Platz 1 setzen, ganz klar. Der Effekt ist zwar nicht so krass, man kann damit auch den Wirbeldrachen holen, okay, aber das ist halt nicht so heftig. Und mit diesem Effekt wäre die Karte niemals auf Platz 1 gelandet. Aber dadurch, dass die Karte gespielt wird in einem Metadeck, ist sie halt einfach viel, viel relevanter als alle anderen Karten auf der Topliste. Weil die ganzen anderen Karten auf der Topliste kann man in der Meta quasi nicht bauen, weil die werden gebaut aus zwei Monstern der Stufe 7. Und welches Stufe 7 Deck ist bitteschön Meta? Also wir haben hier leider das Problem, dass der Absolutdrache so ein bisschen alleine diese Liste anführt, auch wenn die Karte gar nicht mal so krass ist. Das ist auf jeden Fall so ein Fall, wo meine Bewertungskriterien ein bisschen fragwürdig sind, aber ich kann es nicht anders entscheiden, ehrlich gesagt, weil alles andere würde für mich einfach keinen Sinn ergeben. Die Karte ist nun mal von den Rang 7 XY-Monstern das relevanteste und deswegen auch das Beste in meinen Augen, aber naja, das ist wieder mal eine Sache, die man kritisieren kann. Ich denke mal, man muss solche Toplisten so aufstellen, weil sonst würde einfach Willkür ausbrechen. Und dann wäre der Absolutdrache, obwohl die Karte in der Meta die relevanteste ist von diesen Karten hier, plötzlich nur noch auf Platz 6 oder so. Und das wäre Nonsens. Deswegen gewinnt die Karte die heutige Topliste. Ich denke mal, man kann das nachvollziehen. Auch wenn es ein knappes Rennen war, der Absolutdrache gewinnt hier mit Abstand. Das war's aber auch schon mit der heutigen Topliste. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und dann würde ich sagen, werde ich jetzt wieder die nächste Topliste bekannt geben. Und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Stufe 10 Synchro-Monster. Wir hatten ja schon diverse andere Synchro-Toplisten, wo ich über andere Stufen geredet habe. Und die Stufe 10 ist mal wieder so eine Topliste, die sich halt um Boss-Monster dreht. Das könnte auf jeden Fall interessant werden, weil sehr viele davon themenspezifisch sind. Und sehr viele von diesen Themen sind eigentlich wirklich relevant. Deswegen wird es wieder schwierig, die zu ranken. Aber ich denke mal, so eine kleine Meta wird sich auch bei dieser Topliste rauskristallisieren. Und dann schauen wir mal, was da so auf der Topliste landen wird. Eure Vorschläge auf jeden Fall wieder gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Topliste, deswegen schaut doch mal rein. Bis bald. Tschüss.